Guten Tag miteinander. Es gibt ein neues Video. Ihr seht, ich habe scheiss Freude. Der Kriegel, der hilft mir. Das ist natürlich High-End. Überall hat es Schmütze da, ich liebe da. Kriegel, das bringen wir an. Ist wahr. Du, das ist jetzt aber noch hässig, he? Ich drehe durch. Schau mal das Ovatrol-Rad an. Ovatrol, Ovatrol. Wir bauen heute den Hobel zusammen, sind gespannt, wir starten. Schau mal das schöne Käppli an Kriegel her. Offengeil, oder? Das ist natürlich High-End, du. Wahnsinn. Schön. Hallo? Ja, schau mal. Du, da ist hey, da. Da, oi. So, wir bestaunen gerade die schönen Teile. Das sticht natürlich brutal ins Auge. Das war ein Wunsch, dass man die Chromteile wirklich wieder schön herrichtet. Und ich würde sagen, das ist also bombastisch gelungen. Das ist die ganze Lamperhalterung. Die Drahtachse, ich meine, sie sehen das mal hier, ist wirklich perfekt verchromt. Also unheimlich schön. Es ist so genial, ja, man sieht, das ist wirklich schön. Wirklich einfach nur schön. Was man natürlich auch noch sagen muss, Ovatrol. Wir haben das ganze Jahr Ovatrol beschichtet, also zuerst geschliffen mit dem 1200er und nachher beschichtet. Ist natürlich auch wahnsinnig schön. Man sieht es hier, der Seitenteil fast am besten. Und wenn ihr das könnt, fühlen könnt, es ist also wirklich geil, oder? Weil genau diese Stellen, sie bleiben noch, aber sie sind fein und es ist traumhaft. Also ich würde eben Traumpatti sagen, ja, oder? Was meinst du? Nein, das darf man so sagen. Es ist wirklich einfach schön. Bombastisch, die Filet, alles ist wirklich noch zu 90% da. Und ich habe ja schon beim Auseinandern, beim Putzen bin ich schon fast durchgedreht. Aber jetzt natürlich nach dem Ovatrol, das ist ein Träumchen, oder? Wir starten, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir tun immer, wenn wir das Töffel komplett so vor uns haben und wenn zusammenbauen, tun wir immer zuerst die Baugruppe, wenn man dem so will. Die ganzen Bügel an die Schutzbleche her, wir machen das Rücklicht an, die Nummern an. Das tun wir alles vormontieren, dass wir nachher die ganzen Bauteile haben und dann eigentlich können die Gabel montieren, den Ständer montieren. Dann kann man nämlich auf den Ständer stellen, das Vorderrädchen rein und dann steht das schon mal. Das sind jetzt so ein bisschen die nächsten Schritte. Der Kriegel hat Freude an Blech und darum kommt er Blech über. Ja, ich mache mal ein bisschen Blech. Ja. Ist gut. Also. Gut. Zusammenbauen. Und ich fange mit dem Gäbeli an. Das sind ja immer die Käppeli, sind sehr viel, sind die kaputt. Aber wie man sieht, das ist natürlich noch einwandfrei. Das ist das untere Steuerlager. Das kommt jetzt hier drauf. Dann schnappen wir uns da ein Röhrli. Das ist wirklich sehr satt und ich schlage hier nur auf die Kante. Und jetzt machen wir zuerst das Heavy Trumpf rein. Also, da machen wir jetzt natürlich auch ein bisschen Loctite hin. So ist es. Dann führen wir das hier ein. Dann kommen wir hier dazu, um das Ganze anzuschrauben. Jetzt passt das. He? Dann hat es hier die zwei Lagerschalen. Die kommen jeweils unten und oben rein. Da hat es ein gutes Tool, um die einzuziehen. Das ist echt eine super Sache hier. Dann schauen, dass die schön gerade sind. Hat jetzt natürlich noch neuen Chrom drauf, der ist natürlich auch ein bisschen dicker. So, die heben natürlich die Bombe fest jetzt, muss sie wieder lösen. Gut, jetzt sind die Lagerbüchse gezogen. Dann kümmere ich mich glaube mal um den Ständer. Weil das ist immer das Schönste. Ständer reinmachen, Gabel Vorderrad und dann steht das schon mal. Das grosse Hände, ich komme da gar nicht durch mit dem. Köbeli. Du Kriegel? Ja. So, dann nehmen wir jetzt eine Stoppmutter. Dann können wir hier Schärfe einstellen. Weil da ziehen wir jetzt durch übertrieben gesagt das ganze Profil ein bisschen zusammen. Und da können wir es schön einstellen. So, richtig angezogen. Jetzt sehen wir, ein bisschen Spiel hat er noch. Lauf sauber. Genau so wollen wir das. He?
So, Ständer ist dran. Sehen wir, wie sagst du jetzt an der Hülle dran? Die Hülle? Einfach als Schutz fürs Kabel. Weil das Kabel, das hat da unten, da oben hat es so Blechklemmerli. Und wenn man einfach nur das Kabel hier tut, dann geht es ein bisschen schnell und dann geht es raus und dann schleift es auf dem Pneu und dann geht das Rücklicht wieder nicht und dann muss man wieder fluchen und Fehler suchen und da unten sieht man nicht an und so ist das eine saubere Sache. Jetzt mache ich hier die Schutzblechhalterung an. Seht ihr, da stecke ich die Schrauben von innen gegen raus stecken. Das ist, dass nicht am Pneu streift. Und außen machen wir hier so wunderschöne Hutmütterli an und sieht das tiptop aus. Viel hilft viel. Dann stecken wir das hier, hier oben. Und überall hat es Schmütze dran, ich liebe da. Dann kann man das schön he? Einfahren mit Schmütze. Hier noch etwas Fett ans Gewinde hin, ganz wichtig. So. Das ist ein wahrer Traum. Jetzt kommt hier noch unsere Lampenhalterung. Man sieht es, da hat es so eine leichte Einbuchtung auf dem Gegenlager. Dann haben wir hier die dünnen Scheiben. Dann haben wir das kleine Näschen, das da hinten einhängt, dass sich die Lampe nicht verdrehen kann. Dann die Nase genau gleich auch oben dran. Und das ist nichts anderes als ein Drehstopp. Das heisst, wenn ich hier die Mutter anziehe, dass ich wirklich nur anziehe und nicht gehe, die ganze Geschichte verdrehen. So. Bald einmal. So. Ja, das erste Mal machen. Ja, oh, das ist jetzt aber noch hässig, hä? Warte, lass mal hinten runter. Das ist jetzt aber noch am Fiesen. So. Und dann so, hä? Geht das? Kommt das hinten an? Gut. Also, machen wir das Ganze noch mal. Mhm. Gut. Gut. Besser, hä? Ein bisschen biegen. Der ist wahrscheinlich ein kleiner Bogen, ja, so wie das aussieht. Ein bisschen fest. Bist du draussen? Ja. Ja. So, also. Wunderschöne Chromstahlmutter, Hutmutter, passend zu unserem Gesamtkonzept. 66 Heroes. So. Ah, haben wir schon fast gefahren. Ja, bald. Da die Kunststoffscheibli. Das machen wir immer, wenn wir Blechteile irgendwo herschrauben. Oder das nimmt, erstens nimmt das so ein bisschen die Unebenheiten und die Vibrationen verteilt es viel besser. Weil es ist sehr viel der Fall, dass die um die Löcher herum ausreissen. Und mit dem kann man ein bisschen dagegen arbeiten. Dann nehme ich noch eine schöne Feder hier. Ja. Dann kümmere ich mich mal um die Lampe. Kümmern. Oder soll ich dir das schnell heben? So, jetzt hoffe ich, dass der Sattelrohr noch einigermaßen da reingeht mit dem neuen Chrom drauf. Einigermaßen. Ja. So. Kriegel, das bringen wir an. Ist wahr? Ja, schau, es ist nur ein bisschen, die nicht. Schau drinnen nicht zu fest rauf. Ja. Ich finde es eigentlich nicht. Hast du nicht Zeit, zu mir zu helfen? Ja, also gut. So, ja. Yeah. Oh, gut. Cool. Immer alles allein machen. Nein. Nein. Gut. Gut. Söderle. Das passt. Genau, grosser Schieber, grüner Loctite. So. Jetzt hoffe ich nur, die sind genug lang. Ich befürchte, es wird verdammt. Knapp. Ja. Schau mal. Wunderschön, oder? Mit Beleuchtung. Bist du parat? Ich bin parat. Schau, jetzt kannst du dir gerade die Uhr heben. Hau ab! Ja. Gut.
Der untere, der passt auch. Dann muss er hier ja noch ein bisschen, oh nein, anders noch ein bisschen runter. Ja, ich drehe durch. Einfach ein schöner Moment, oder? Das ist ein schöner Moment. Da machen wir auch noch einen Spannungsregler rein. Oha. Das hast du bis jetzt ja wahrscheinlich noch nicht gewusst, ich auch nicht, aber da machen wir gerade einen rein, würde ich sagen. Ich gehe einen holen, gell? Das ist toll. Weißt du denn wo? Kann man suchen im Lager 3. Schafsäckel. Ja, machst du halt so weit wie möglich. Genau. So. Genau. Dann putzt es sicher das Bierli nicht mehr. Das ist immer ein das Problem bei denen. Jetzt muss ich den hier anmachen. Der braucht natürlich Masse. Das ist gut. Dann kann ich hier ein neues Loch bohren. Anschrauben, dann hat er schon Masse. Da ist das Massenkabel, das kommt dann da so an. Und dann mit dem gelben Kabel gehen wir dann auf den Strom. Also, ich montiere mal noch den Lenker. Ist ein bisschen schade, den originalen Vorbau hat man leider nicht mehr retten. Der war da unten total gequetscht und gerissen. Und das lohnt sich einfach nicht. Jetzt nehme ich hier einen Swing-Vorbau. Die sind wirklich, mir gefallen die unheimlich gut optisch. Sie sind robust, machen hier Fett hin. Weil ich habe schon genug von diesen huren Lenkervorbau rausgebohrt. So. Ist in der Mitte. Ja, ja. Das ist gut so, ja. So, Sattel haben wir gesagt, machen wir einen neuen. Natürlich original Dinfeld. Peng! Ja, das ist natürlich schon immer ein bisschen in den Rahmen bohren. Ist natürlich wieder so etwas, wo die einen sehen so, die anderen so. Wir machen das halt etwa, wenn wir die Spannungsregel verbauen, dann verbauen wir die immer unten dran. Dort, wo eigentlich die ganze Elektronik verteilt wird. Elektronik ist jetzt ein bisschen grob gesagt. Die drei Köbel, dort, wo die eigentlich verteilt werden, wir machen das gerne dort unten, ist alles kompakt an einem Ort. Und unter dem Schutz und alles ist das absolut okay. Ein anderer Ort wäre natürlich auch noch in den Lampen rein. Aber gerade hier noch mit der Tachenbeleuchtung und dem ganzen Zeug, es wird einfach eng, oder? Und es vibriert und bambelt rum, weil da kann man definitiv nicht anschrauben. Viel tun wir es da oben in den Rahmen rein, versteckt. Und außen dann einfach ein Hutmütterli. Aber wie jetzt hier bei diesen alten, wo halt dann Kettenschutz oder der Seitenschutz erst unten dran ist, ist es natürlich schöner auf dieser Höhe, wo er jetzt das gerade macht. Das sind ja 18x1 Linksgewinde, oder mal 1,5, ich glaube mal 1 Linksgewinde. Dann haben wir hier die schön neu verchromten Abdeckkappen. Und im Offenkult gefunden, 18x1 Linksgewinde. Mütterli, verchromte. Hure schön. So. Ja, du hast das besser, bist schon dort hin. Also, wenn ihr hier das Spiel eingestellt habt, schön satt ist, aber schön dreht, dann ist auf dieser Seite kommt immer noch die Unterlagscheibe mit dem Näsli. Und das ist wichtig. Weil sonst ziehen ihr nachher an mit der Kontermutter und dann klemmt es schon wieder. Mhm. Also, das nicht verlieren. Hier rein tun. Dann könnt ihr ja gar nicht falsch montieren. Und dann anziehen. Das ist mega. Und da muss man jetzt wirklich zügig anziehen, weil ich glaube, der ist eben gekommen und hat. Ich glaube, die hat recht Spiel gehabt. Das ist gut. Das gut. Ist affengeil. Also, schön. Dann kannst du den hier montieren. Dann hole ich in der Zeit das Hinterrad. Das schöne Automatenrad. Schau mal das Ovatrol-Rad an. Es ist traumhaft. Ich habe jetzt ein paar Moketten rausgenommen. Aber wunderschöne Patina. Ovatrol! Ovatrol! Ich liebe das Zeug. Das ist der Lichtschalter. Uralt. Da hat es noch, ich weiß nicht, was alles drauf. Aber den muss man natürlich wieder brauchen. Den kann man nicht ersetzen. Den tut man wieder brauchen. Dann nehme ich jetzt den mal schnell auseinander. So.
Jetzt gehe ich das putzen, ein kleines Teil reinigen. Und dann sieht das schon wieder viel besser aus. Und wenn der putzt ist, kann man es mal anschauen, ob wirklich alles gut ist. Oder irgendetwas abgebrochen ist, gibt es auch noch viel bei denen. Und dann müssen wir es noch gleich ersetzen, aber wenn es irgendwie geht, ist es immer lässig, wenn man die uralten, originalen Teile wieder verbauen kann. Hier noch ein bisschen Bremsreiniger, dass das auch schön fettfrei ist. So. Seht euch das schon wieder tipptopp aus. Da kann man noch ein bisschen mit Stahlwolle und dann ist das wieder wie neu. Mit Stahlwolle immer bei so Sachen mit etwas Öl, nie trocken. Und dann kann man da das schön bützeln. Das noch wieder zusammen machen. Und dann geht das wieder. Schön. Also, machen wir da neue Ketten rein. Schöne Chromstahlkette. Haben wir das Problem mit dem Rost nicht mehr so. Ich habe jetzt das Rädchen einfach mal schön ausgemittelt. Jetzt ist sie natürlich viel zu lang. Jetzt kann ich da schauen, wo man die Kette trennen kann. Und zwar kann man die bei jeder Niete, aber wenn ich jetzt den Stift rausnehme, da wo das Loch ist, das ist das dünne Glied. Und da wäre es breit, das geht nicht. Das heisst, wenn ich den rausnehme, dann können wir etwas weiter hindern, dann ist es noch einen so. Mal schauen, ob wir so weit hindern kommen. Jetzt wäre er so gespannt. Und das Rädchen, ich schaue immer da. Das ist gerade gut bei der Weissband. Da sieht man, dass der Abstand vom Schutzblech rundherum etwa gleich ist. Das ist er jetzt gerade. So wäre eigentlich gut. Noch nicht fertig. Warte jetzt nur. Das ist natürlich wichtig, dass man immer zuerst Antriebskette macht, weil dort hat man natürlich keinen Kettenspanner. Man spannt die Antriebskette mit dem Rad. Anders dann bei der Trampkette, bei der Dreckkette, haben wir da hinten natürlich noch einen Kettenspanner, den wir richten können. So, habt ihr gesehen, jetzt habe ich hier mit dem Supertool, da wo ich vor den Finger angehebt habe, den Stift rauspressen. Jetzt sollte das eigentlich stimmen. Genau. Also schön geschaut, dass das Rädchen in der Mitte ist vom Spannweg. Den Sicherungsstift aus dem Zängli an. Gut, jetzt ist das mal gut, jetzt kann man es wieder spannen. Ist das nachher ziemlich gut. Jetzt ist es aber schon recht weit hinein. He? Ja, das ist aber nicht schlecht. Das Problem ist natürlich bei diesen alten Hübeln, da hat man einen verdammt kleinen Spannweg. Oder? Was sind das? Das sind 15 mm, 20 mm Maximum, oder? So wäre das gut, he? Nichtsdestotrotz schaue ich jetzt mal hier hin noch. Jetzt lasse ich die Kette natürlich ein bisschen länger, weil hier kommt noch der Spanner rein. Hier haben die einen Konus mit so einer leichten Verzahnung. Das ist jetzt nicht mehr der allerbeste, aber das geht noch. Ein Konus, den man dann stellen kann. Und dann bleibt der Ort und Stelle. Und dann gibt es vom Schwing. Schwing. Vom Schwing gibt es da die guten Röllchen. Jetzt müssen wir schon schauen, wegen der Linie. So, ich schaue es nochmal grob an. Das kommt gut. Weil ich muss ja dann da oder den Krigo mit dem ganzen Rädchen noch ein bisschen führen. Ist jetzt aber so, oder? Da vorne ist sehr nah, hinten hat es ein bisschen mehr Abstand, aber wenn man gar nichts mehr spannen kann, ist das natürlich ein Seich. Da schaue ich jetzt, was ist das Maximum. Das Maximum vom Spannen wäre so. Ist natürlich gerade noch eins lang, wenn wir dann noch eins führen können. Nehme ich jetzt da noch mal eins raus. Dann ganz wichtig, beim Spannen ist ja immer ganz wichtig, dass das Rad und die Kettenlinie stimmt. Dann schauen wir das Ganze natürlich von hinten an, auf den Rahmen schauen und das Allerwichtigste, die Kettenlinie. Die Kettenlinie, wenn sie gespannt ist, dann kann man da an der unteren Seite der Kette kann man ein bisschen ziehen und dann hat es richtig Spannung drauf. Und dann kann man da drüber reinschauen und dann muss das wirklich tiefer gerade sein. Gut. Kriegel, also ist wieder etwas drin. Das genau, das muss man jetzt natürlich noch richten. Da kann man schön einstellen hinten. Ja. Vielleicht müssen wir das nochmal anlösen. Also, viel Grobs ist gemacht, braucht aber noch viel, oder? Du weißt, also, es sieht einmal schnell etwas aus. Aber... Ist noch nicht fertig. Also,
Mach du, was du machst. Ich mache am anderen Ort weiter. Los geht's.